Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit den Carbin. Und heute werden wir uns ein bisschen Ölstein besorgen, weil ich habe kein Benzin mehr. Also ohne Benzin kein Bohren und ohne Bohren werde ich nicht glücklich, weil ich bin ja Carbin mit dem Presslufthammer. Ja, nee. ja, wir müssen uns ein bisschen Öl Schiefer besorgen, weil sonst sieht es nämlich ein bisschen schwierig aus. Was dazu noch kommt, tut, ich wurde gestern gefragt, ob ich nicht ein Video machen kann, wie ich meine Mods installiere, weil wohl doch ein paar Probleme da eben tut. Und ich wurde jetzt nicht das erste Mal darüber angesprochen. Und klar, mache ich das, kein Problem. Einfach bis zum Schluss dranbleiben und zum Schluss werde ich noch ein Video ranhängen, wie ich meine Mods installiere. Okay? Also, gut. Picke ist am Start. Ich würde mal sagen, wir legen los, wa? Nie so viele Zeit verschwenden. Ist da jemand? Nein, da ist niemand. Ich glaube, wir können erstmal hier raus. So, rein theoretisch müsste da hinten das sein, wa? Aber das habe ich letztes Mal auch gedacht. Und erstens kam es anders und zweitens als ich dachte. So. Und das Schöne ist, ich kann ja schon mal so sagen. So. Nee, die Alpha 19, die steht wohl kurz vor Startlöcher und so. Weil nämlich heute wurde bekannt gegeben, dass heute Abend um 21 Uhr, also für mich heute, für euch gestern, Stream Alpha 19 sein wird. Tun. Und den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Möchte ich nur noch mal erwähnt haben. Also das könnte sein, dass in den nächsten 2-3 Wochen 7 Days Alpha 19 losgehen tut. Ist ja immer meistens so. Stream und dann so 1-2 Wochen später kommt das Spiel raus. Ich bin gespannt. So. Ich mach mal das Düdel weiter. Und das funktioniert mal wieder nicht. Ist das nicht geil, Alter? Ich hasse das. Ich bin gleich wieder zurück. So, und da bin ich auch wieder. Ich habe die Düdel komplett ausgemacht, weil irgendwie zurzeit spinnt das drum. Also ich kann das manchmal nicht steuern über der Tastatur und das ist schwierig. Ich habe extra sowas da. Warum kann ich das nie nutzen? So, ich will jetzt nicht, dass das einstürzen tut, Junge. Das wäre nämlich schlecht. So. Aber wir werden das nicht so lange machen, ne? Weil wir haben noch ziemlich viele zu Hause zu tun. Wie gesagt, wir müssen die ganze Show so aufwerten und wenig Zeit und so. Und ehrlich gesagt, ich habe dazu ja keine Lust, hier rumzubuddeln. Ich weiß nicht manuell. Und vor allen Dingen, ich hab da die Billo-Schippe mit bei gehabt. Da ist er doch. Übrigens, ja, ich habe sie gesehen. Die andere Schippe. Oh ja. In dem Moment hatte ich sie nicht gesehen gehabt, aber ich weiß, dass sie da ist. Ja, nee, ist klar. Ich glaube, die Pause ist vorbei. Die hämmern wir da rum. Naja. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm zu hören. Nur, ich konnte nicht länger warten. Ich sitze hier schon Zeit. Oh, 2 Stunden? Und versuche hier aufzunehmen. Natürlich ist auch jetzt ein bisschen mehr Stimme Arsch. Ich muss das hinkriegen. Doch steht funktioniert. Wenn ich da mache, nachher ein kleines Päuschen, dann passt es schon wieder. Ich brauche ja bloß ein bisschen. Ich brauche doch bloß ein bisschen Öl. Wo ist denn das da? Da. Das reicht ja schon wieder fast. Sag mal so, ich kann ja nachher noch mal hier vorbei. Autsch. Und noch ein bisschen rumkloppen. Offline. Wenn ich das heute noch schaffe. Ich hab gedacht, ich hab gerade was gehört. Aber ich glaube, ich kriege hier Hallos.
mal, hier könnte ich eigentlich auch Eisen, wenn ich schon mal hier bin. Und Nitrat. Das sind all Dinge, die ich brauche. Weil das alt, oh, oh Alter, wenn ich überlege, ich glaube, den Rand werden wir bloß auf Stahl aufwerten. Da ist doch was. Ich stürm mit. Ja, wir werden ein bisschen auf Stahl aufwerten müssen. Ich hab's doch gehört. Da. Na komm her. Hallo? Jetzt lass mich nicht warten, ich weiß, dass du da bist. Ach, das war eine Robbe. Robbe die Robb. Gut, okay, hat sie erledigt. So. Ja, das können wir doch gleich mitnehmen. Wenn wir schon hier sind. So günstig kommen wir da nicht mehr ran. Alter, die ganze Kacke wird bald über uns einstürzen. Ich höre hier den ganzen Hügel aus. Idiot, warum habe ich den Bohrer nicht mitgenommen? Ich wusste, dass ich Autos auseinanderschraube. Och, das ist doch Kacke. Ich will das nicht. Bist du was? Nö. Ich komm nachher nochmal, Villa. Was ist denn das da? Nee, das ist bloß Stein. Schade. So, wo ist denn jetzt da? Wo ist denn jetzt da? Oh, geil. Na? War wirklich bloß der eine Zombie. Da mein PC sagt gerade, hallo. Gut, ich würde mal sagen, wir machen mal schnell ein bisschen Benzin. Was habe ich denn jetzt überhaupt? Ach, guck mal, das sind auch 20.000 oder so. 20.000 dürften jetzt dahin. Locker. Sag mal, habe ich irgendwas zum Trinken mit bei? Hm. Na klar. Ein Büschel. Ja, dann muss ich nachher bloß noch das Video machen, zum Ranhängen. Also beziehungsweise, ich werde das denn noch ranhängen. Nur ich hoffe, dass die heute nicht so lange hier rumbohren. Vor allen Dingen jetzt in meinem PC sagt, oh, du spinnst wohl. Naja, eh eine Woche noch. Dann hoffe ich, dass das alles so hinhauen tut, wie ich mir denke. Weil wie gesagt, ich brauche bloß die Kühlpads da aufmachen, also beziehungsweise aufmachen lassen. Und wie gesagt, wenn ich dann muss ich kicken, dass ich irgendwie eine andere Karte kriege. Ach, Mann, 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 Mann. Komisch aus. Das sieht irgendwie so platt aus. Hat sich das verstellt? Nö. Alles original. Also irgendwie sieht das für mich komisch aus. Hm. Naja. Muss wohl, wa? Pro Folge ein Zombie oder was? So. Gucken wir, dass der Wolf jetzt nicht... aber ich glaube, ich habe den eh mal zu oft getroffen, ist er geplatzt.
letzte Mal. Das ist durchaus möglich, möglich. Da trinkst du eh mal. Guck mal, ich habe jetzt hier dieses Mineralwasser getrunken. Alter, zum Glück nehmen sie das raus, Alter. Das ist voll Blödsinn, ist das da. Ich würde verstehen hier so normale Wasser, was nicht zu ist und so, wisst ihr? Aber dass du überhaupt kein Wasser trinken kannst, okay, du müsstest jetzt hochleveln auf Stahlmagen. Dann kannst du fressen und trinken, was willst, aber bei so was? Dann bringt es doch alles ja nichts. Da ist ein Nanikel. Hallo, Mr. Rabbit. Na? Natur. Jo. Ich würde mal sagen, ich mach mal ein kleines Päuschen und, Alter, ich weiß ja nicht, wie lange die machen, Alter. Ach, das ist doch kacke. Wisst ihr was? Ich setze mal kurz einen Cut in und dann muss ich kicken, wenn sie aufhören zu bohren. Also, bis gleich. Warte mal, den machen wir noch platt. Hallo. Das war ein Warnschuss. Und in den Popes. Also, bis gleich. So, und da bin ich auch, Villa. Wahrscheinlich machen sie jetzt Pause. Schnell machen. So, also schnell nach Hause, Benzin machen und ein bisschen aufwerten. Beton dürfte eigentlich jetzt schon fertig sein. Weil wir sind jetzt quasi ja eine Folge unterwegs. Ah, dürfte ein, zwei Sachen fertig geworden sein. Dann müssen wir mal kicken. Dann müssen wir die ganze Show aufwerten. Pass auf, wir kommen zurück. Alt-App abgerissen. Alt kaputt. Schweine die. Naja. Nee. Und dann habe ich so überlegt, eigentlich werdet ja richtig genial. Wir müssten eigentlich unten auch noch zwei Geschütztürme aufbauen. Weil wenn sie runterfallen und hast du höhere Chancen, die zu treffen. Jo, ich glaube, das ist eine gute Idee. Müssen wir mal kicken. Das heißt, wir müssen uns aber noch einen Geschützturm bauen. Einen haben wir oben. Zwei unten. Ja doch, das könnte was werden. Ich könnte was werden. Ich staune, dass zurzeit ziemlich wenig Zombies unterwegs sind. Und das ist nicht das erste Mal. Oh, was willst du machen, ne? Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie halt nicht, ne? Gut, also weit werden wir mit dem Benzin zwar nicht kommen, aber ich hoffe wenigstens, dass es reicht bis zu Alpha 19. Nein, wird es nicht. Glaube ich nicht, weil wie gesagt, ich rechne erst in 2 bis 3 Wochen mit. Ja, wo kicken. Mein PC sagt jetzt auch gerade, Villa. Nö, nö. Lass mal gut sein. Ja, wir müssen eigentlich noch ein bisschen Eisen. Oh, ein bisschen Eisen haben wir ja. Wir müssen auch noch einschmelzen, weil wir müssen ja vorne müssen wir ja auch noch die Brücke aufwerten. Also der Übergang für die Zombies. Weil ja nicht bringt das nicht. Wenn die das kaputt sprengen, sind nicht das da blöd. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Sag mal, habe ich irgendwas zum Essen hier mit bei? Nö, habe ich nicht. Natürlich nicht. Warum denn auch? Hat gerade unsere Ausdauer ein bisschen hoch. Pushen. Die lässt sich aber nicht pushen. Naja. So.
Ich wollte gerade sagen, Base weg. Alter, dann hätte ich mir ausgelockt und Feierabend. Nein, nein, nein. Das darf nicht. Hoffst du mal da ab? Alter, was ist denn heute hier los? Letztes Mal ein Wolf? Heute Bär? Der hat's schwer. Es gibt Fleisch, Baby. Ich empfehle Ihnen für heute Bär. Wild. Alter, ich hab von da hinten den seinen Kopf weggezaubert. Na? Da hast du nicht mehr, wa? Teddy. So. Gut, dann werde ich mal das ganze Zeug holen. Alter, wir haben ja ein schön viele zu tun. Oh, so viel zu tun und so wenig Zeit. Ja, ja. Knappe zu Affe tot. Ja, muss ich gucken, wie ich das hinkriege. Wenn die hier bauen, ich muss mindestens die eine Folge fertig kriegen. Dann muss ich das mindestens noch schneiden, dass ich morgen wenigstens weitermachen kann. Hat dann halt morgen richtig geilen Tag. Ich muss morgen Planet Centauri, glaube ich, Mystic aufnehmen. Und The 7 Days to Die Erde. Das wird richtig spaßig. Auch nichts an der Tür reingehangen. Ey, wir bauen oder sonst irgendwas. Es wäre schön gewesen, wenn sie das gemacht hätten. So Information und so kommt. Wäre toll. Naja. Alter, das ist alt weggebrutzelt und das ist ja Witz. Haha. Kann ich gar nicht drüber lachen. So. Das sind bloß 1000. Ach, Steine. Ich brauche Steine. Stone. Stone. Oliver Stone. So, das dürfte reichen. Hier ist nämlich die Schippe, die ich letztes Mal nicht gesehen habe. Hm, ich habe das gesehen. Im Nachhinein. Aber da war es schon zu spät. So, den Bohrer kann ich jetzt auch wieder mitnehmen. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich gerade mit. Du musst unten denn hin. Dich brauche ich und dich brauche ich auf jeden Fall. Ja. So wird ein Schuh draus. So. Alter, die ganze ist hier verbrutzelt, war völlig umsonst. Ich bin... die Naturbanause. So. Aber ich habe einen Stuhl. Hier, kannst du, ne? 10 Minuten? Oh. So. Achttausend. Naja, geht doch. Geht doch. Wenn man will. So. Da ist die Nahrungspistole. Ich brauche jetzt noch... Wird mir oben einfallen. Pflastersteine brauche ich. Ich muss ja noch ein paar Sachen aufwerten. Wo habe ich denn die jetzt? Stimmt, da war noch ein anderes Problem. Ich glaube, das ist nämlich das letzte, was wir haben an Lehm. Und das ist nicht so gut. So, falls wir noch eins brauchen. Oder auch zwei. Ich hab doch letztes Mal Cobblestone gehabt. Wo ich hinten die Flasche... Achso, ich hab ja auch noch mal Dings hergestellt gehabt. Stimmt, da war was. Naja. Gut, das heißt... Das heißt,
Wir müssen noch welche herstellen. Gut. Machen wir zu. Na, das ist ja jetzt blöd. Daran habe ich ja überhaupt nicht mehr gedacht. Naja, ne, machst du erstmal nichts, im wahrsten Sinne des Wortes. Habe ich hier irgendwas zum Knuspern? Knusper, Knusper, Knager. Bacon und Egg. So. Ich gehe nochmal zurück. Hast du da was vergessen, Karin? Vielleicht? Ich möchte nicht drüber reden. So, wo habe ich denn jetzt Eisen? Nee, hier ist Blei. Da ist schon ein bisschen Eisen. Ich muss Eisen einschmelzen. Ich brauche das doch. Hallo. So. Ich habe jetzt auch so überlegt. Das Häuschen, was wir haben. Wenn wir... Wir könnten da Panzerglas drin setzen. Hat den Vorteil, die kloppen das nicht gleich auseinander. Also, die warten eh 2 Sekunden. Naja. Alter, dauert das. Ist ja kacke. Gut. Machen wir erstmal nichts. Moment mal. Aber ich mach kurz die Fix. Ja, Leute, das kennt ihr ja. Sag mal, hab ich nicht noch... Nee, ich hab das Stahl letztes Mal verbraucht. Ich Idiot. Stimmt. Da war ja was. Verdammt nochmal. Gut, okay, Eisen ist einschmelzenmäßig unterwegs. Das heißt, wir müssen aber morgen, also für euch morgen, mindestens noch immer Buddeln hin. Also ich brauche mindestens 20 Gallonen schwartet Pöfer. Ja. Brauche ich. Ich will den natürlichen perfekten Empfang vorbereiten. Ja. Ja, ja. So soll es sein. Sag mal, schab doch Holz. Könnte rein theoretisch das schon mal reparieren. Nur mal so nebenbei. Oh, Alter. 20.000 Baustellen, ich sage es euch. Gut, das haben wir letztes Mal ein bisschen aufgewertet. Wie gesagt, es kann eine Weile dauern. Zum Glück kommt oder hoffentlich kommt die Alpha 19 früher. Hey, ich darf ja wohl träumen, oder? Du bist ein Träumer. Ja, kickt euch doch das mal an hier. Das muss alles aufgewertet werden. Wir können bloß hoffen, dass die Alpha 19 früher kommt. Ich werde das heute so inhalieren, das könnt ihr aber annehmen. Also, den Stream. Oder besser gesagt, jeder von den Streams. Der wird eine scheiß lange Nacht. Für mich. Und der Morgen will aufnehmen. Also. Toll. This is my life. This is my result. Oder so. Naja. Kabin. Alles gut. Alter, leckst mich am Popis. Wer ist denn eigentlich auf die dumme Idee gekommen, so groß zu bauen? Achso. Sollte ich mein Spiel kicken, wa? Naja.
Alter, da kriegst du ja eh nix Starre. Naja, wer A sagt, der muss auch B sagen, wa? Naja. Oh, Alter, mir tut schon der Rücken weh. Von zugucken. Und knacken tue ich auch gerade. Mit dem Körper. Ja, ja. Ich leide quasi mit unserem Charakter mit. Ich sollte ab und zu mal ein bisschen nach hinten gucken. Öfen an. Ich nahre hier rum. Das hört sich auch ziemlich schwer an. Aber ich könnte von hinten kommen. Ja, okay, das hört sich jetzt auch nicht besser an. Oh. Ich werde hier nie fertig. Naja. Obwohl, hier zwischen, das sind immer bloß seine kleinen Felder. Was scheiße sind die großen Felder. Na, Mann. Oh, nö. Ah, dann brauchen wir später bloß noch die Knackse wegmachen und dann ist das gut. Ich bin froh, dass ich nicht mehr die Mod drin habe, dass auch diese Kaderbumse auch so vorbeilaufen können. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die kommen hier vorbei, alle aufgewertet ein bisschen und Krabums und all kaputt. Das wäre dann auch so ein Moment, wo ich sagen würde, nö, 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 nö. Schönen guten Abend. Der Dumme ist, ich kann ja nicht jede Folge hier vorspulen. Geht ja nicht. Also würden tun schon, aber ist das denn Sinn der Sache? Ist ja Survival. Wie gesagt, wer A sagt, muss auch B sagen. So, das wäre cool, wenn wir das so als Eis machen könnten, aber nee, geht ja nicht. Naja. Oder wir tauschen das aus. Aber diese Gitterstäbe kannst du ja nicht quer... Doch, die kannst du doch quersetzen. Ich würde mal sagen, die tauschen wir irgendwann mal aus. Echt jetzt? Das kannst du nicht auf... Ach, das ist doch... Schiebung. So, das wird gleich Beton. Beton. Genau. Und das tauschen wir denn aus mit Panzerglas. Da stellt mir gerade die Frage, warum werte ich das denn wieder auf? Fragen über Fragen. Oder beziehungsweise, warum repariere ich das denn? Ich schweiß es nicht. Noch nicht. Das hat alle einen Grund. Ich habe mit der Lage ziemlich Glück, wa?
Also zombie-technisch mäßig. Hätte auch schlimmer kommen können. Also bis jetzt auf den Bären. Aber bis jetzt immer Glück gehabt. Alter. Da wirst du riesig. Aber volle Möhre. Nächstes Mal bauen wir genau dasselbe, nur ein bisschen kleiner. Habe ich gerade beschlossen. Also, war ja klar, dass ich Villa baue, aber ich versuche es nicht mehr so groß zu bauen. Ich versuche es. Ob das funktioniert? Naja. Der Wille ist da. Der Fleisch ist schwach. Das heißt, wir müssen mindestens nächste Folge noch mal ein bisschen aufwerten. Das hilft ja alle nicht. Nicht. Obwohl, das geht ja eigentlich ziemlich schnell, wie ihr seht. Mehr oder weniger. Also, ich hoffe, wir sehen uns morgen, Villa. Villa hier. Naja. Gut, Leute. Bis dann. Tschüss. So, und da sind wir auch. Und zwar sollte eine kleine So mache ich das Folge werden. Und zwar wurde ich gefragt, Kabi, kannst du mal zeigen, wie du deine Mods installieren tust? Und ich sag mal, na klar kann ich das machen, ne? Also, ich habe zwei Möglichkeiten, wie ich das installiere. Wie ihr seht, hier immer Vortex und immer manuell. Und zwar, manuell? Ist nicht ein Mädchen? Nein! Mensch! Gut, erstmal manuell. Und zwar, wir gehen bei Nexushof, also da hole ich meine Mods immer. Das ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, vor allen Dingen, wenn man überlegen tut, hier virenmäßig technisch. Die einzige Sache, ihr müsst hier einen Account haben. Also wenigstens einen Account. Kann der kostenlose sein, ihr könnt aber auch eben halt Premium. Das ist einfach bloß, dass ihr eben halt schneller downloaden könnt. Aber spielt erstmal kein weiter. An Anfang könnt ihr das erstmal so probieren und dann, wenn ihr die Leute unterstützen wollt, was denn richtig knufte wäre, könnt ihr das machen. Ich glaube, $3 oder so im Monat. Kann man ruhig machen. Also, wir starten mit 7 Days to Die. Und ich wurde gefragt wegen Backpack. Das kriegen wir hin. Das ist halt ja kein Problem. Wie ihr seht, es gibt hier 1-2 Mods. Also 7 Days to Die ist ja nicht mal so wenig. Wie ihr seht. Also Backpack. So, ich nehme immer den. Ich habe das aber in Kombination mit denen, weil bei mir gibt es mich auch das Problem, dass der nicht funktionieren tut oder nicht funktioniert hat. Und ich musste beide installieren. Also, falls bei dir genau dasselbe sein sollte, installiere mal beide Mods. Ne? Also, wir nehmen die eine Mod. So, wir gehen jetzt hier auf Files, auf manuell und auf Slow Download. Das ist eben quasi der kostenlose. Der kostet nur, da müsst ihr eben halt diese $3 im Monat zahlen. So, 5 Sekunden, startet automatisch. Ist auch nicht groß, die Datei, wie ihr seht. So, fertig. Zum Ordner. Rechtsklick. Hier entpacken. Und den Ordner einfach bloß kopieren. Ihr müsst quasi in den 7 Days Ordner, wo ihr das installiert habt, also festplattenmäßig. Bei mir ist es auf D, bei euch wird es wahrscheinlich bei Windows Steam mäßig sein, bei mir ist es, ja, ich kann es ja mal kurz machen. Und zwar, wartet mal, hier Steam Apps, komm, hier müsste bei euch ein Ordner 7 Days sein und da gehört drin. Wartet mal, ich zeige euch mal gleich schnell. Schnell. So. Also genau dasselbe. Hier ist der 7 Days Owner. Und dann habt ihr hier Mods. Das ist automatisch. Der ist schon von vornherein drin. Also die braucht er nicht
hinzufügen. Wenn doch, einfach bloß hier Rechtsklick, Ordner und dann eben halt auch Mods benennen. Aber normalerweise ist der mit drin. So, und da schmeißt er einfach den Ordner rein. Macht zu, startet 7 Days, fertig ist die Geschichte. So, wie gesagt, es gibt dann noch die zweite Möglichkeit, wenn ihr hier diesen Vortex Manager habt. Ist genau dasselbe. Nur quasi, ihr müsst jetzt nicht die ganzen Ordner durchsuchen. Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen Arsch. Ich versuche das jetzt schon zum 20.000. Mal hier, aber ich habe jetzt Glück, weil die bohren gerade nicht. Deswegen muss ich das durchziehen. So. Ne, ihr müsst ja eingeloggt sein. Denn ich das auch. Globig. Seht ihr? So. Öffne mit. So, bei mir wird da jetzt anzeigen, dass es schon installiert ist. Genau. Da drückt er einfach auf Installieren. Das macht er dann automatisch. Das Einzige, was ihr dann noch machen müsst, ist hier bei Mods. Bei euch wird es nämlich wahrscheinlich so aussehen, grau. Ihr müsstet noch aktivieren. Ne? Einmal aufklicken, dann müsstet aktiviert sein. Genau, dann zeigt, fragt er euch, bla bla bla. Oh, Alter, ist das laut. Das Einzige, was ihr noch machen müsst, ist dann hier immer hier oben aufdrücken, dass ihr das eben halt immer über diesen Mod Launcher starten tut. Das, glaube ich, ist dann erstmal alles. Na, das dauert ein bisschen. Trotz SSD dauert das ziemlich lange. So. Und quasi jetzt müsste bei euch die Mod installiert sein. Sollte nicht der Fall sein, liegt das wahrscheinlich daran, dass ihr vielleicht eine Mod schon installiert habt, die sich beißen tut. Also quasi müsst ihr nach und nach mal kurz die Mods nach und nach deaktivieren, neu starten, bis eben halt die Mod funktionieren tut. Und dann könnt ihr eben halt abschätzen, welche Mod das eben halt ist. Ne? Ja, das ist eigentlich alles. Mehr ist nicht. Das Einzige, was eben halt ist, ich muss eben halt zwei Mod-Pakete installieren. Für Backpack. Und zwar ist es hier eben dieser Backpack. Wie gesagt, die sind alle bei mir in der Beschreibung mit drin. Also überhaupt bloß eben halt die Download rinschmeißen im Mod-Launcher. Und der downloadet, dann installiert er sie, startet sie und dann müsste es eigentlich funktionieren. Ich hoffe, ich konnte euch wenigstens ein bisschen helfen. Sorry, wie meine Stimme, die ist ein bisschen, wie gesagt, Arsch. Aber so ist es nur eben halt, wenn du versuchst, für zwei Folgen 3000 Mal hier anzufangen. Ne? Da kann die Stimme schon ab und zu mal ein bisschen leiden. Ich hoffe, dass es bis morgen wieder alles gut ist. Ich werde mir, glaube ich, jetzt erstmal einen Tee gönnen. Also, bis dann. Tschüss.